Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 im Megaprojekt 2.0. Mit dabei heute der Dr. Guden und der Randy. Moin, Freunde. Ja, moin. So geht's weiter in unserer lustigen Viererrunde. Und wir hatten ja kleines Osterspecial im letzten Part gehabt. Da habe ich ja für die Jungs was versteckt. Und ich war halt mal kreativ und habe mir gedacht, gut, wir spielen ja zurzeit etwas mehr Roleplay-Spiele. Und habe mir so gedacht, gut, dann titelst du das einfach mal als Fässer voll mit bunten Eiern, die ich für euch versteckt habe. Und was sagt Randy dazu? 1,5 Beton. Der den ganzen Tag Roleplay spielt. Da hat es wieder nicht verstanden, ja? Verstanden habe ich schon. Ich weiß immer noch nicht, was er da spielt. Ja, ich glaube, Randy kann mit Ostern nicht allzu viel anfangen. Weil der hat selber so dicke Eier, der braucht Ostern nicht. Meinst du, der Randy hat Rieseneier? Ja, ja, der hat Straußeneier. Stimmt das, Randy? Fracht der sie jeden Tag anfasst. Oh, geil, Videotitel ist geboren. Randy hat Straußeneier. Jawohl, gleich notieren. Ah, zu geil. Er muss es schon notieren. Hier können Sie uns noch merken. Hier. Tino, für Farbenblinde. Hier rot, ne? Da ja, ist gekennzeichnet, super. Ne? Da kann man langfahren. Ich habe immer gedacht, das rote X wenn man fahren nicht kann. Ich kann nicht fahren. Ich habe nie behauptet, dass ich fahren könnte. Naja, wir probieren es einfach mal mit Allrad. Vielleicht schafft der es ja. Aber Mann, ey, fahre ich mich über den Drescher. Ich wurde übrigens ganz böse geschimpft. Du wirst böse geschimpft? Schimpf zurück. Nein, naja, ganz böse. Randy, ich habe hier mal. Was hast du denn angestellt? Malheur hat er. Lass mich raten. Kann ich mich daran erinnern, wo wir drüber geredet haben? Drescher und Allrad? Habe ich doch behauptet, dass die Drescher kein Allrad haben. Ach nee, Moment. Da haben die Allrad. Das war nicht hier, das war beim LPT. Genau. Das war im LPT. So, meine lieben Zuschauer, egal, dann ist es halt jetzt. Also es ist raus. Es ist raus. Drescher haben Allrad. Beim nächsten Mal, wenn du mit so einer schweren Maschine dann über 10 Kubik im. Für die Realistik-Fans, ich habe das jetzt gerade hier wieder ein bisschen gut gemacht, ne? Oh Mann, ey. Randy, kannst du mal zurücksetzen, den Drescher? Lass mich raten, du hast versucht, unsere Ostereierfässer zu anzukuppeln und die sind irgendwo dagegen gelitscht? Ja, so ungefähr. Ne, ich wollte den Drescher, ich wollte hier durch. Er wollte eine Abkürzung nehmen. Wer den scheiß Gruber da hinstellt und dann eins freilässt und dann den Wassertank. Wo stehst denn du, Fragmuster? Ja, genau. Das kann nur eine Frau gewesen sein. Am Hof steht Gott sei Dank viel. Frau mehr dabei, also kann es niemand. Doch, Gudine haben wir noch da. Ah, wo stehst denn du genau? Was ist eigentlich aus Gudine geworden? Mensch, ist genau, von der habe ich schon lange nichts mehr gehört. Und Kavagina, ne? Kavagina, genau. Der Hof steht in der Halle, wo das rote X ist, am Hof. Ja, in dieser Durchfahrthalle. In dieser Durchfahrtshalle. Da steht der Drescher drin. Leider etwas verkeilt mit dem Gruber. Die sind sich nicht ganz einig. Ach, ein Drescher. Ja. Drescher. Und wo stehen jetzt die Gewichte? Durchfahrtshalle. Ich glaube, dann ist das der hier. Ich setze. Ist das der weiter vorne oder der Richtung Tank? Der weiter vorne. Der Richtung Tank, das ist der, den ich da gerade eingepackt habe. Ja, das war der richtige. Jetzt noch das Schnellwerk. So, das sehe ich nicht. Aber hier ist übrigens das gleiche Problem. Wenn man richtig eng in die Kurve reingeht, dann kriegt man Damage am Traktor. Musst du bremsen wahrscheinlich, ganz schlimm. Nee, ich muss einfach die Kurve ein bisschen weitläufiger fahren, weil ansonsten kommen nämlich Anhänger und Trecker sich ins Gehege. So, also das Gewicht bei deinem Hühnerstall musst du nicht zurücksetzen, das habe ich mir jetzt mal eben geholt. Aber das Gewicht oben beim Haus bitte mal zurücksetzen und in der BGA. Ja, es sind hier Tempomat auf 35. Danke, Typen. So. Welcher? Bei welchem? Bei dem Dingens hier? Den habe ich wahrscheinlich so eingestellt, weil das bei mir so geleckt hatte und da habe ich dann Stufe 1 tatsächlich ein bisschen höher drehen müssen. Machen wir direkt Saat? Nee. Hat er mal Gas durchgepinnt? Aktuell nicht, ich grube gerade. Wo grubst du? Oben bei den Feldern, die wir gerade abernten. Ah, dann komme ich hoch. Jo. Mit der Saatmaschine. Warte, Doc. Sind die schon fertig? Ja, dann fahr hier, fahr du vor. Soll ich noch, muss ich noch hochkommen zum Dreschen oder war der alles weg? Nö, da das hier oben ist jetzt alles weg, aber da steht noch ein Traktor mit einem Hänger, den könnte abgefahren werden. So, was machen wir jetzt als nächstes? Immer noch Mohn, oder? Mohn, wir wollten noch Heroin herstellen.
Mond. Ich denke, alternativ könnten wir natürlich auch einfach Mondkuchen backen und Mondzopf und Mondbrötchen. Boah, Mondmuffins mit so richtig fett Mond darin. Ja, weiß ich nicht. Das ist bestimmt auch lecker. Ich glaube, ich habe gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt was mit diesen, weil ich gerade geflogen bin, zu tun hat. Wenn ich O drücke, verschwindet die Anzeige. Ja, ja, deswegen dann nochmal den Befehl durchscrollen und dann also nochmal auf O klicken, dass die Anzeigen da sind, ne? Dann wird er in das Log-Menü-Reihe nochmal den Befehl da durchsteppen und Enter drücken und dann ist das Ding wieder deaktiviert. Ja, dann rechne hier, du blöde Waage. Los, mach Dampf. Danke, hat geklappt. Menschenskinners. So, okay, Mond. Hab nicht mehr so ein langes Leben vor mir. Ich werde bald sterben. Also kann ich doch nicht hier noch eine Stunde an der Waage warten. Ja, der Doc im Stress. Aber ihr könnt mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr denn so zum Osterfest euren Liebsten denn so geschenkt habt oder was ihr so versteckt habt oder was ihr euch für einen Spaß gemacht habt vielleicht auch. Weil ich mache mir da ja mal einen Spaß. Beispiel die Lieben mit Eiern beworfen. Also ja, ich finde es übrigens immer am schönsten, wenn meine Freundin zu mir gesagt hat, du, ich habe heute gar keine Unterwäsche an. Findest du die? Weil ich hab die versteckt. Und dann habe ich die immer nicht gefunden. Dann habe ich immer gesagt, nee, jetzt musst du die ganze restliche Woche musst du jetzt ohne Unterwäsche rumlaufen. Auch nicht schlecht. Ja. Herrlich. Ja, und für viele ist ja jetzt, also für die vielen Arbeitenden, die jetzt, sage ich mal, keinen Urlaub haben, ist ja jetzt aktuell Dienstag, ist ja die Woche quasi das lange Wochenende auch wieder vorbei. Ne? Schade eigentlich. Ja. Ja, obwohl es sind wahrscheinlich auch viele. viele werden wahrscheinlich auch in den Osterurlaub gefahren sein. Ne? Also wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt doch mal rein, wo ihr hingefahren seid und warum. Schreibfehler, wenn die greifen, schreibt mal mit G. Also, wie habe ich es geschrieben? Mit K? Ja. Sicher? Ich greife. Ja. Greifen. Treiben. Egal. Die deutsche Sprache ist ist eine lebendige Flexion. Außerdem habe ich das nicht geschrieben. Habe ich nicht. Das hat die Linda 18 gerade als Live-Kommentar gewesen, habe ich gleich direkt aus Twitter hier reinkopiert. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Und Linda ist Legastheniker. Scheinbar, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, was auch cool wäre? Wenn man so die Aufnahmetermine, wann wir aufnehmen, quasi so preisgeben könnte oder so fest und dann könnten die Zuschauer wirklich, die Zeit und Lust haben, so Live-Kommentare uns schicken. Ja, du gut. Du meinst okay. so eine Pseudo-Live-Dings, ja, was hier... Ja, machen wir lieber mal wieder einen Livestream, wie Grundy Boy gemacht hat. Ich glaube, das würde sowieso auf große Resonanz stoßen. Ja, ich habe jetzt schon über... 700 Zuschauern war ja echt nice, ne? Kann man mal den Traktor hier vorne abfahren, weil der ist immer noch mit dem Anhänger voll, läuft, der Diesel verbrennt sich und steht mir gerade weg. Ja, ich muss doch erstmal den einen Traktor hier wegbringen und jetzt mal kommt der nächste dran. Hallo? Er blockiert. Ich habe das mit der alten Leute. Ich habe doch schon gesagt, ich bin alt. Ich habe zwar nicht mehr unendlich viel Zeit, aber ich bin auch kein D-Zug. Ach ja, die Zeit. Ja, ne? Zeit. Kino, irgendwann ist auch bei dir soweit, ne? Jo, genau. Ja, bei dir auch. So, gut, ist er ne? jetzt aus? So ja. Aber ich habe noch 10 Jahre länger. Das weiß ich ja nicht. Das interessiert mich jetzt nicht hier. Hallo? Oh, tja. Auf jeden Fall habe ich 10 Jahre länger. Warum habe ich denn IC-Steuerung an hier? Was soll denn der Scheiß? Habe ich doch gar nicht angemacht. Wir machen den Scheiß wieder aus. IC-Steuerung hier. Leertaste dürfte das sein. Ja, achso, jetzt geht's auf einmal. Eben habe ich Leertaste, wollte er nicht ausgehen. Naja. Gut. Ja, bei Leipzig müssen wir mal gucken. Ich habe mir jetzt schon überlegt, einfach mal von Twitch auf Hitbox zu wechseln, weil Hitbox anscheinend besser sein soll, aber. Meh. Ja, sagt zumindest Schimpanse, aber ich weiß es nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich vermute mal, es liegt ganz einfach daran, dass nicht allzu viele Leute da streamen und dass du deswegen einfach mehr Serverleistung zur Verfügung hast. Seit wann können Schimpansen reden?
Obwohl man sagen muss, Twitch, die ganzen Makel und Mängel, die sie hatten, haben sie eigentlich alle gut weggekriegt. Also Twitch ist eigentlich so die beste, finde ich, Livestream-Plattform. Naja, du hast immer noch das Problem, wenn du zu den Rush-Hours, wenn du da streamst, also wenn du Samstag, Sonntag streamst, dann kannst du echt Probleme kriegen, besonders als kleinerer Broadcaster. Gut, man muss sagen, es gibt ja Kanäle, was heißt Kanäle? Also ja, Twitch-Kanäle, die haben ja nicht mal einen YouTube-Kanal. Die verdienen ihren Lebensunterhalt und wirklich ihr täglich Brot nur ausschließlich mit Livestreams. Ja. Das finde ich, ist eine richtig coole Sache, wenn man sich sowas auch aufgebaut hat. Du, also bei Twitch ist ja, glaube ich, das Abo pflichtig, ne? Da muss man bezahlen. 4,99 oder so, ne? Nö, das, was du meinst, ist Twitch Turbo. Das ist einfach bloß, dass du von Twitch direkt keine Werbung hast. Ja. Aber du kannst ja auch Streamer abonnieren. Ja, du kannst den stinknormal folgen. Ja, das ist kostenlos. Ja, Falling ist los. Also ich habe schon gesehen, dass du da bei größeren Twitch-Usern, dann musst du 4,99 bezahlen für ein Abo. Kann sein, dass er bezahlt kann, Herr Leuchten. Ja, gut, okay, das kann sein, aber das weiß ich echt nicht. Also ich habe halt über den Rust-Server, auf dem ich halt gespielt hatte, hatte ich halt auch mal Kontakt zu einem Streamer, der macht halt jeden Tag einen Stream von verschiedenen Spielen. Mhm. Und also er fängt aber auch immer morgens an. Er fängt vormittags an, wenn überhaupt kein anderer streamt. Und der hat also immer etliche tausend Zuschauer. Okay. Weil halt, wie gesagt, zu der Zeit streamt halt kaum einer. Der fängt immer morgens um 8, 9, sowas fängt der an und hört dann nachmittags um 1, 2, sowas hört er auf. Mhm. Macht der Feierabend. Na, ja. Siehst du? Und das scheint sich ganz gut zu rechnen. Mhm. Ja, was ja viele machen, ist ja bei Twitch und so weiter, ist ja diesen Donator-Knopf da kannst du ja da direkt donaten und so. Ach, das geht. Bei Hitbox, nicht bei Twitch. Bei Twitch geht das auch. Ja, oh, ja. Das ist mir noch nicht selber, glaube ich, anbinden. Also ich glaube, den musst du selber, da musst du unter dem... Ja, unter dem Video kannst du das einfügen, habe ich ja hier Randy One, YouTube und das habe ich schon auf Facebook. Ja, da kannst du auch einen Donator-Button einfügen. Ja, da hier GoFundMe oder sowas zum Beispiel, kannst du da ja zum Beispiel auch verlinken und dann hast du da halt so ein Spendenkonto und auf das wird das dann aber... Aber das musst du selber einbinden, soweit ich weiß. Das ist ja, also nicht, das ist nicht Nein, das vorgegeben. Ist nicht, nee, das stimmt. Ja. Und Hitbox hat das irgendwie richtig schon integriert. Das ist dann halt irgendwie so einzig, wenn einer gespendet hat, ey, der und der hat gerade so viele Euro gespendet, freu dich. So in der Richtung. Okay. Das wäre natürlich tatsächlich eine Idee, weil die Leute fragen halt immer im Livestream gerade, von wegen, wie kann ich dich hier unterstützen, wie kann ich dir irgendwie Geld zukommen lassen und dann ja, guck bei mir auf den YouTube-Kanal in der Videobeschreibung, da ist der Link zum Spenden. Ja, ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, gut, das machen, sag mal, das machen die allerwenigsten. Donator-Button auf Twitch einrichten und dann da unten mit reinnehmen, das ist ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das Seitendesign verändert, das habe ich keine Ahnung von. Das ist aber super easy. Ich wollte gerade sagen, ja, du machst dann unten drei Boxen auf und fügst da ein Bild ein, schreibst einen Text dazu und das war's eigentlich schon. Gut, okay, da bin ich wahrscheinlich zu blöde zu. YouTube und Facebook habe ich bei mir drin, obwohl ich noch nie gestreamt habe. Ja, doch, einmal habe ich schon gestreamt. Warte mal, das ist jetzt gleich die Blöde, was ich hier mache, glaube ich. Ja, weil, beim ersten Livestream. Das ist wirklich saublöde, was ich hier gerade vorhatte. Warum? Was hast du denn vor? Ach, scheiße. Kann ich rückwärts fahren? Ich wollte den Trecker hier hinstellen und jetzt... Scheiße, jetzt habe ich ihn festgefahren. Ach, jetzt ist er an diesem blöden... Hey, ich komme raus. Mal sehen, mit Allrad geht hier relativ viel. Naja, nee, es ist gar nicht so Allrad, sondern eher die Lenkung. Ja. Gut. Wo stelle ich denn diesen blöden Anhänger hin, ey? Verfickterkst, ey. Den Anhänger oder einfach irgendwo auf dem Hof, wo Platz ist? Einfach irgendwo auf dem Hof, ey. Da möchte ich mal wissen, wie es bei dir im Arbeitszimmer aussieht da. Einfach irgendwo auf dem Hof. Relativ aufgeräumt. Ja. Relativ. Relativ, ey. Ich bin, ne, das ist bei mir, also da müssen die Bleistifte müssen nach Größe geordnet, parallel zur Tischkante, ne, und so. Switch mal bitte runter in den JD, der unter der Abdachung steht, mach dann bitte mal den Handbremse raus, danke. Warte. So. Jo. Danke. So, was soll ich dann jetzt mal tun, nachdem ich hier jetzt nichts mehr zu tun habe? Wir müssen ansehen und düngen.
Ansehen. Wo haben wir denn noch eine Sämaschine? Also ich habe einen im Beschlag. Ich weiß nicht, ob noch einen unterwegs ist. Nee, momentan nicht, weil die Kurven hier alle noch sinnlos in der Gegend rum. Ja, ich fahre gerade Fahrzeuge heimwärts, weil einige standen so einfach am Feld ohne Gerät. Ohne Gerät? Ohne der Gerät? Ja, ohne Gerät. Das ist natürlich schlecht. Aber die Fahrzeuge sind ja auch meistens weiblich. Ne? Hast ja auch die Fahrzeuge. Ja, So, wer den Fehler erkannt hat, darf auch das in die Kommentare schreiben. Mehrzahl ist eh cool. So. Halt doch die Klappe, Mensch, jetzt hat doch nicht alles. Da wären die nie drauf gekommen. Wir wollen aber gerne die Antwort plural. Ach so, ja, stimmt. Aber das verraten wir jetzt nicht, dass wir die Antwort wollen. Ja, dann sagt er bloß nicht zu laut. So, jetzt bräuchte ich aber trotzdem mal die Sämaschine, weil, ja, wo ist die, wo treibt sie sich rum? Ich habe da hinten die beiden anderen Felder, die wir verbunden haben, gegrobert. Wie hast du gegrobert? Oh, meine Freunde, wir sind wieder ein paar durch. Oh, dann heißt es ja wieder Tschüss zu sagen. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Und ja, in diesem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Part. Bis denne und ich suche derweil weiter die Sämaschine. Tschüss.